Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zur ersten Minecraft-Folge dieses Jahres und die letzte der letzten Staffel. Und heute werden wir quasi uns die Häuser angucken von den einzelnen Leuten. Wir gucken uns natürlich zuerst meins an, weil dann das sieht alles andere sehr schäbig aus. So, unser Haus. Ja, ich habe den Flur nicht hinbekommen. Ich werde das nächstes Jahr noch ein bisschen weiter daran arbeiten. Ja, nächstes Jahr kann ich einfach da hinten ein Haus mit euch bauen. Und währenddessen kann ich hier noch ja, ein bisschen rumzimmern und vielleicht diese Kleinigkeiten noch irgendwie verbessern. Ja, wir kommen erstmal zu unserem ersten Raum, den wir gemacht haben. Das Bad mit dem Riesenlicht, damit man sich auch schön machen kann im nicht vorhandenen Spiegel. Habe ich mich erschrocken. Draußen sind gerade die Nachbarskinder hochgegangen und das Mädchen hat gesungen und ich dachte, es kam mir gerade aus dem Spiel. Und ich dachte, was ist hier los? Ah, hier habe ich auch noch einen kleinen Fehler drin. Naja, jedenfalls haben wir funktionierendes Wasser. Ich hoffe, kein anderer ist hier auf die Toilette gegangen. Mal kurz reingucken. Okay, alles gut, alles clean. Ja, das ist unser Badezimmer. Finde ich schon recht schön, noch verbesserungswürdig. Das werde ich alles nächstes Jahr so entspannt in die Hände nehmen, höchstwahrscheinlich im Stream. Weil dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, öfters zu streamen. Und dann wird das Teil meiner Stream-Aktion. Ja, hier haben wir mein Schlafzimmer mit original riesigen Wecker, damit ich auch aufwache. Ich brauche unbedingt einen Wecker. Und auch da habe ich einen Fehler drin. Ja. Aber das kann ich auch nächstes Jahr berichtigen. Mit ganz viel Licht. Hier ist Licht. Sieht man nur nicht. Da ist Licht. Das hier ist einfach nur hellerer Stein, das sieht nur durch das Licht soll es quasi hell drin sein. Deswegen habe ich hier helle Steine verbaut. Ja, und was ist denn? Irgendjemand hat sich da einen Spaß erlaubt. Naja. Hier haben wir dann quasi meinen Schrank mit original einem Teil drinne. Aber ich finde den, der sieht super aus. Vor allem mit dem Glas finde ich das richtig gut. Ich finde das echt gut gemacht von mir. Ja, und dann habe ich hier noch ein Poster von Portal drinne und ja, Licht und hast du nicht gesehen. Ja. Das dazu. Ich mache die Räume zu, die ich durch habe. Und jetzt kommt der letzte Raum, der größte von allen, der zwei Räume beinhaltet. Einmal das Esszimmer mit Küche, ne? Und natürlich laufendem Wasser. Bei mir ist Wasserverschwendung ganz oben im Programm für dieses Jahr, denn das wird jetzt ein Jahr lang laufen bis nächstes Jahr. Und dann haben wir hier noch eine Truhe mit ja, ein bisschen Schüssel drin. Und hier haben wir Kühlschränke, wo noch nichts drin ist. Eines Tages kommt da was rein. Wie ich finde, geiler Steinofen. Oder was das auch immer ist. Wie nennt sich das nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Naja, mit Couch und Fernseher, selbstverständlich. Fernseher ist in der heutigen Zeit nicht mehr so wichtig wie früher. Früher war das eins der wichtigsten Dinge im Raum. Mittlerweile vergammelt er eigentlich in fast jedem Haushalt. Weil das Internet stärker geworden ist. Naja. Ja, und dann habe ich hier noch meine zwei Figürchen, die ich gefunden habe. Vielleicht werde ich eines Tages mehr haben und einen großen Raum voller Figuren haben. Bisher hat es nur gereicht für eine Ecke. Ja, und das war's zu meinem Haus. Ich finde, ich habe natürlich ein sehr kleines Haus gebaut, im Gegensatz zu dem Rest. Die haben alle große Häuser gebaut. Aber ich habe auch sehr viel Zeit in das Innenleben investiert. Habe ich da jetzt zwei Stöcke hingebaut? Nein. Und das finde ich deutlich wichtiger. So, ja, jeder kann eine Hütte einfach so aus dem Nichts irgendwo hinbauen, aber die Ausstattung reinzubauen ist immer noch das, was am längsten dauert, auch in Minecraft. Deswegen habe ich auch damals immer, wenn ich alleine Minecraft gespielt habe, immer nur einen Umriss von einem Haus gebaut. Das heißt, man hat von außen ein Haus gesehen, aber innen drin war einfach nichts. Und ja, das habe ich damit quasi jetzt mit diesem Haus und mit dem Haus letztes Jahr habe ich das Ganze natürlich ein bisschen widerlegt. Nächstes Jahr habe ich hoffentlich auch ein bisschen mehr Zeit. Ich habe mich dieses Jahr überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass ich so viel Minecraft spiele oder spielen möchte.
dass ich es leider nicht geschafft habe, alles zu machen, was ich wollte. Ich wollte eigentlich noch einen Schneemann bauen. Ich habe hier noch viel Platz und ich muss mich auch beschäftigen mit diesem, ja, mit dem Shop-System, das ich ja auch auf dem Server habe, aber noch nicht verstanden habe. Deswegen ja, gut. So, das hier ist Baxis Haus. Das habe ich ja übrigens hier ein bisschen gepimpt mit dem Schwarz. Fand ich ganz cool. Und ja, ich hoffe, er wird das eines Tages sehen, wenn er wiederkommt. Dann seine Hühnchen drinne. Aber wir gehen erstmal hier zu der, ja, Eishütte. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Aber zumindest ein paar Sachen da drin. Ja, wir haben aber ein Iglo. Also, ich find's nice. Dann haben wir hier Deadlines Haus, was er nicht mehr abgerissen hat. Weil es ja auch nicht mehr funktioniert. Weil jemand seinen See kaputt gemacht hat. Den habe ich dann schlussendlich repariert. Aber ihr seht schon. Da ist überall Wasser. Da sollte eigentlich kein Wasser sein. Eigentlich war da Erde. Aber naja. Hat sich halt so ergeben. Ne? Gut. Deadlines Anfangshütte. Haben wir damit durch. Nicht die schickste. Aber er hat hier natürlich mit Lord Huntington zusammen etwas anderes auf die Beine gestellt. So, wir haben hier eine kleine Hütte mit. Achso, da sind natürlich nur deren Sachen drin, ne? Mitten im Dorfbewohner, der verrottetes Fleisch gegen Smaragd eintauscht. Nicht schlecht. Dann haben wir hier Unmengen an Truhen, die nicht viel beinhalten. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel ist extrem laut. Oder ist das nur bei mir so? Naja, ich mach's einfach bei mir ein bisschen leiser. Das wird schon passen. Vielleicht sind es auch nur die Hühner und so weiter. Ja, gehen wir weiter mal runter. Ich weiß nicht, wie man hier hinkommen soll. Achso, ganz einfach. Ja, hier sind seine Farmen anscheinend. Oder ihre Farmen. Wo sie alles Mögliche haben. Ah. Ihr bunkert ihr das ganze Zeug, ja? Interessant. Kann man daraus nicht einfach Eis machen? Ich weiß es nicht. Aber man. Ach doch, okay, ist Eis. Immer einer guck. Man kann rein theoretisch. Kann man hier so kleine Brücken rübersetzen mit Chisel und Bit. Also, das kann ich euch immer nur empfehlen. Wieso ist das alles halb kaputt? Wieso ist das anderes Eis? Das ist ja seltsam. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Ja, so eine kleine Farming-Plantage haben die hier unten reingebaut. Mit hier und da ein paar Dorfbewohnern, die sie gesammelt haben. Und Teleportern. Wie nutzt man die? Okay. Okay, und wie komme ich jetzt zurück? Aber das habt ihr hier nicht aufgebaut, ne? Das war hier schon so, oder? Ja, komm, sowas würde doch keiner aufbauen. Muss schon so gewesen sein. Ja, Leute, ihr habt hier schicke Teleporter eingesetzt, aber wie kommt man jetzt zurück? Scheiße, Mann. Aber wie seid ihr überhaupt hierher gekommen? Hilfe! Ich kann auch bestimmt auf die Map klicken und dann rauszoomen und. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Was mache ich denn jetzt? Heißt das Browser benutzen? Reset Color, lösche Karte, Karte speichern, Automapping? Was? Wie komme ich zurück?
Ich weiß auch nicht mehr, wo zurück ist. Leute! Wieso habt ihr keinen Teleporter zurückgesetzt? Scheiße, Mann. Wie komme ich jetzt nach Hause? Hä, ich verstehe auch die Teleporter nicht. Wieso? Wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder. Ich hab mich einfach auf 1-1 teleportiert. Und bin dann hier gelandet. Jetzt möchte ich aber gerne noch die anderen Teleporter erforschen. Wo war das jetzt? Waren die Teleporter jetzt? Shit. Ha, im Wasser, im Wasser. Ja, Leute, ich habe euer Geheimnis entdeckt. Aber ist nicht schlecht versteckt. Nicht schlecht versteckt. Muss ich sagen. Okay. So, wir haben den Teleporter getestet. Ich werde jetzt ganz kurz mal hier einen neuen Wegpunkt herstellen. Teleporter. So. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Das fliegende Auge. So, so, so. Wir sind also jetzt hier beim im Ende gelandet. Jetzt könnte ich da zum Drachen gehen. Tue ich aber nicht. Und hier landen wir dann wieder bei denen zu Hause. Okay. Das war also Türchen Nummer 2. So. Gehen wir Türchen Nummer 3. Ach, das ist die Farmstation von denen, oder? Wo zur Hölle bin ich hier? Ah, das muss da gewesen sein, wo ich einmal aus Versehen rausgekommen bin, als ich durch das Portal durchgegangen bin. Guck mal, wie es oben aussieht. Das geht verdammt tief hoch. Tief hoch, tief runter. Ja, toll, durch den Baum durch. Ach. Ich hab den einzigen Baum getroffen, der hier stand. Also, ich bin schon ziemlich gut, ne? Also, muss ich schon sagen. Ja, und dann ansonsten, das Krasseste war immer noch von der Distanz her extrem weit weg. Wie seid ihr hierher gekommen? Das frage ich mich einfach nur. Das ist auch voll cool hier. Eventuell werde ich das hier dann in irgendeiner Staffel dazu bringen, dass wir hier bauen. Ich kann das einfach alles zur Schneelandschaft machen. Das ist gar kein Problem. Aber so das Dorf hier finde ich schon ganz geil. Wenn das Ganze aus Eis wäre, das wäre schon was. Na, nice. Gehen wir zurück. Oh. War falsch. So, na gut. Hauen wir ab. Gehen wir zu den anderen Häusern. Ja, das fand ich schon mal ganz faszinierend mit den Teleportern. Die muss ich auch noch irgendwie nutzen. Irgendwann werde ich verstehen, wie sie funktionieren und dann wird hier auch ein Teleporter zu den anderen Dörfern führen, die wir dann in den nächsten Jahren bauen werden. Oder vielleicht mache ich eine U-Bahn-Station oder keine Ahnung. Eine S-Bahn. Mal gucken. Naja, gehen wir weiter zu deren richtigen Haus, ne? Die haben natürlich auch ein richtiges Haus gebaut. Die kleinen netten Persönchen. Und das ist dieses Haus. Ja, ist recht kahl, muss ich sagen. Die haben hier eine Kiste, wofür auch immer. Hier steht Tracer. Eine leere Kiste.
Ein Raum mit einer sehr seltsamen Treppe, okay. Was ich halt schade finde, dass hier eigentlich kaum einer mit Schissel gearbeitet hat. Ganz wenig geschisselt haben sie eigentlich nur. Hier geht es zu den ganzen Figuren, die sie gesammelt haben. Ich glaube nicht, dass das alle sind. Ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr. Und die hier sind ja ausgepackt. Es gibt mehr als die. Definitiv. Oder? Also Tracer haben die auf jeden Fall zweimal. Was ist das? Ist das Walt Girl? Abernethy. Dolores. Keine Ahnung, wer das sein soll. Das ist hier Aladdin. Eine Creeper. Ein Skelett. Okay, Captain America. Also ich kenne viele von den Namen her, aber einiges sagt mir auch nichts. Also Deadpool sagt mir auf jeden Fall was. Gehen wir mal runter. Ja, leider auch wenig Einrichtung gemacht, Leute. Plus ein sehr seltsames Gras-Ding auf dem Boden. Ups. Okay, wir haben zwei Enderköpfe auf jeden Fall. Rippbaum. Ist ja schön, dich gekannt zu haben. Ja, dann haben wir da noch ein unfertiges Haus. Unfertige Häuser ist ganz normal auf einem Server. Hier haben wir noch einen, der recht spät dazugekommen ist. Auch unfertig. Ich glaube, Ehrengardist ist das hier. Der hat sich sehr, sehr viel Zeit gelassen beim Bauen. Und hat sehr viel anderes Zeug gemacht, wie ich sehe. Naja. Gehen wir weiter zu Bugsys Haus. Auch hier werden wir wohl kaum viel Einrichtung erwarten. Er hat halt wirklich nur den Rohbau gemacht, weil er hat sich ein bisschen zu viel vorgenommen. Er wollte halt ein, ja, so ein Wolkenpalazzo machen, ne? Mit Luftschiff und allem drum und dran, hat aber wahrscheinlich realisiert, das ist so ein bisschen viel. Und dann hat er das daraus gemacht. Was natürlich, es ist natürlich beeindruckend groß und es hat auch sehr viel Arbeit gekostet. Also es ist schon nicht schlecht, aber es fehlt halt wirklich noch. Ja, das Innenleben. Weil hier haben wir noch so eine Hühnerkillmaschine. Und auch 1 Milliarde Figürchen. Figuren haben sie gerne gesammelt. Das Huhn ist ein Zauberer. Ganz viel Essen am Start hier. Ups. Oh, ich habe nichts kaputt gemacht. Glücklicherweise. Naja, das war also Bugsys Haus. Gehen wir weiter zu Constitution. So wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ja, er hat auf jeden Fall ein bisschen daran gearbeitet, seine Räume zu definieren. Aber ich erkenne hier auch wirklich wenig, was ein Raum. Oh, guck mal. Das hat er von mir übernommen. Welcher Raum was ist? Mal gucken. Vielleicht würde er nächstes Jahr noch ein bisschen zu Ende bauen. Mal gucken. Hier geht's dann runter. Diese Treppe fand ich sehr, sehr geil. Die hat mich dazu inspiriert, mein Dach zu bauen. Fand ich schon richtig, richtig, richtig cool. Hier hat er auch mit Chisel und Bit gearbeitet. Finde ich gut. Sieht auch richtig gut aus. Das hat so ein bisschen was Japanisches, finde ich. So ein japanisches Badezimmer, würde ich sagen. Wenn das ein Badezimmer wäre. Aber naja, auf jeden Fall hat er sehr, sehr viel im Untergrund gebaut. Man sieht also, und das sieht auch eigentlich voll cool aus. Aber ist doch beides, ist das nicht beides Holz? Sind es zwei verschiedene Holztypen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie du das gemacht hast. Oh, und hier geht's nicht mehr weiter runter. Hier ist zugemacht. Also bisher, von Chisel und Bit Arbeit her, finde ich das hier eigentlich schon am schicksten. Das hat irgendwie Stil. Aber er hat es hier noch nicht weiter geschafft. Aber hier, guck mal. Er hat meine Tür übernommen. Ist ja auch ganz praktisch, wenn man dünne Wände hat, ne? Hat man ein bisschen mehr Platz zum Bauen. Ja, gehen wir schlussendlich dann auch zu Double X Haus. Ich habe Double X noch diese hübsche Mauer spendiert. Da habe ich sehr, sehr lang dran gearbeitet. Einfach nur, weil das, ja, es ist halt mein Painting-Plattform. Die kannst du ruhig übernehmen, Double X. Wenn es mal soweit ist. Dass wieder Weihnachten ist. Guck mal hier.
So, das größte Problem bei Double X ist, dass bei ihm sehr, sehr viele Kreaturen spawnen. Das heißt, wenn ich mal zu Besuch gekommen bin, ich bin gestorben. Definitiv. Ich meine, vielleicht sind das deine Einwohner, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hast du sehr, sehr, sehr viel gebaut. Aber auch hier sehr, sehr viel leer. Was mir aber gefällt, so sind so Einzelheiten wie hier mit dem Stroh, dass du wirklich dir da ein bisschen was bei gedacht hast, als du das gebaut hast. Nicht nur einfach irgendwas gebaut, sondern du hattest auch so eine Art Plan. Hier war eigentlich ein Dorfbewohner, glaube ich, drin, oder? Kann auch sein, dass die Häuser einfach alle gleich aussehen. Ich weiß es nicht. Ich höre auf jeden Fall hier irgendwo ein. Ich versuche auch die Tür nicht offen zu lassen. Ja, sehr, sehr viel Leerraum. Vielleicht hast du dich da auch ein bisschen übernommen mit den ganzen Rumgebaue. Wo kommst du denn hier raus? Ach so. Ich verstehe. Auf jeden Fall Freefall. Der gute Double X hat für viele gebaut. Nicht nur für sich alleine. So viel dürfte auf jeden Fall klar sein. Na, guck mal, hier ist noch ein verstecktes Haus, oder? So abseits von allem. Er hat halt so seine eigene Burg gebaut. Leider auch hier ziemlich leer. Serverraum. Das ist also sein Zuhause, der Serverraum, weil Double X ist ja natürlich ein Computer. Ich lasse dir mal ein bisschen Schnee da. Und ja, auch hier recht, ja, bescheiden gebaut. Er heizt mit kleinen Bäumen. Wie gemein bist du denn? Ah, ja gut, du hast auch sehr, sehr viele Bäume verbaut. Ich wette, du hattest extrem viele Setzlinge danach. Und dann geht's hier noch runter in seine höchsteigene Mine. Da unten ist einfach nur eine Spinnenmine. Ich war aber ehrlich gesagt lange nicht mehr hier. Deswegen werden wir mal ganz kurz hier runterlaufen, gucken, ob sich hier irgendwas getan hat. Das war die, die ich aber zufällig entdeckt habe. Ich habe sie vor ihm entdeckt, also eigentlich gehört sie mir, aber ich habe sie mal überlassen. Einfach, weil ich nett bin. Es geht schon hier sehr, sehr weit rein, bis man hier auf eine Mine trifft. Und er hat hier halt die ganzen Steine gesetzt. Ich glaube, Double X ist auch ein bisschen zu alt, um Schüssel und Bit zu verstehen. Für ihn war das Hexerei, was ich gemacht habe. Sonst hätte er hier höchstwahrscheinlich auch alles mit Schüssel und Bit gemacht. Also, Double X, wenn du dich da mal ein bisschen reinversetzt, es kann schon extrem viel ausmachen. Du musst einfach nur gucken, was ich so alles gebaut habe, und dann wirst du es recht gut verstehen. Er hat hier einfach nur seine eigene Mine und er hat da so kleine Treppchen und so gebaut. Ja, ich werde hier höchstwahrscheinlich nie wieder rausfinden. Exit. Okay. Dead End. Gehen wir Richtung Exit. Rechts ist Dead End. Okay. Ist, wir gehen hier entlang. Glaube, hier bin ich richtig zum Rausgehen, ne? Ja, das zu seiner Mine. Er fand die einfach nur cool und hat sie einfach mal für sich beansprucht, auch wenn sie quasi unter meinem Grundstück hindurchführt und mein Grundstück auch einen Weg da hinein hat. Einen etwas leichteren mit einer Leiter und einem Loch. Also recht einfach gemacht. Viel einfacher als das hier. Wesentlich einfacher. Also wir haben jetzt schon 26 Minuten durch, ey. Dabei haben wir hier nur so wenig Häuser. Na gut, ich habe ja auch die Teleporter benutzt, ne? Also. Na gut, gehen wir jetzt im Anschluss noch in die Burg hinein, die er gebaut hat. Da. Das ist natürlich das Herzstück der Anlage sozusagen. Hier hat er seine Schienen, die wird er vielleicht auch irgendwann verlegen. Hier hätte er einen Brunnen, den er mit Chisel und Bit wesentlich kleiner machen hätte können. Mal so als Tipp. Ja, hier hat er irgendwie so ein Esssaal. Auch eine Menge Truhen mit ganz, ganz viel Stein, weil das ist natürlich extrem viel Stein, extrem viel Sammeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach nur tatsächlich einen Steinspawner gebaut hat. So eine kleine Rendermaschine quasi. Und dann irgendwie seine Maus festgebunden hat, dass die immer aktiv ist und abbaut. Ja, das ist also zur Burg.
Ja, es sieht halt noch nicht alles so wirklich fertig aus. Viele meinten, ja, Double X wird bestimmt gewinnen am Ende. Aber es ist halt wirklich viel. Es ist viel Arbeit gewesen. Das respektiere ich. Allerdings ist es einfach leer. Also für mich sollte ein Haus auch irgendwo ein Innenleben haben, beziehungsweise wenn er eine Burg baut, auch ein Innenleben. Und ja, also vom Rating her wäre Double X, ich würde glatt schon behaupten, auf Platz 3, weil es klingt jetzt vielleicht fies, aber es ist halt nichts Ganzes und nichts Halbes. Also es ist halt noch nicht fertig. An sich ist es geil, aber es ist noch nicht fertig. Auf Platz 2 sage ich, es ist Baxi. Baxi, du belegst hier den zweiten Platz mit einem sehr, sehr schönen und, ja, ich würde sagen, futuristischen Haus, weil wir haben hier eine, ja, eine Zylinderform. Einfach nur ein umgedrehter Zylinder sozusagen. Das heißt, wir fangen schmal an und werden breit. Es ist halt recht futuristisch, so baut man eigentlich nicht, weil dieses Gebäude dann wahrscheinlich nicht sehr lange stehen wird. Aber da wir in Minecraft sind, ist das schon in Ordnung. Es sieht aus wie ein riesiges Vogelhaus. Maxi, du bist ein Vogel. Wollte ich nur mal anmerken. Ja, und die Nummer 1 ist für mich Constitution. Er hat sehr viel mit Chisel und Bits gearbeitet. Und es sieht auch verdammt gut aus, wenn man sich hier mal die Fenster ansieht. Er hat hier noch so ein Eulenausguck oder wie man das auch immer nennt, gemacht. Er hat halt auch seine Wände gemacht. Es fehlt halt wirklich noch das Innenleben, das richtig Schöne. Aber man sieht, er hat sich Gedanken drüber gemacht, wie er baut und wie er das ganze System, was wir hier haben, auch wirklich nutzt. Das hat auch ein paar Einwohner. Und deswegen, Constellation, du bist der Sieger dieses Jahres. Dich werde ich, sobald ich hier nicht mehr aufnehme, weil das wird zu lange dauern. Per Name. Ich muss erst mal gucken, wie du geschrieben wirst. Dein Name ist verdammt lang. Hier in Leuchteschrift anbringen. In diesem Bereich. Weil du der Erste bist. Nächstes Jahr geht's dann hier mit dem nächsten Namen. Und das Ganze kann ich natürlich immer weiterführen. Da bis ganz ans Ende des Lebens. Ist halt, ich treffe auf mein Zuhause, da muss ich halt eine Kurve nehmen. Und damit würde ich sagen, war es das für dieses. Nein, dieses Jahr würde ich nicht sagen. War das der Anfang für dieses Jahr? Wir sehen uns im Dezember wieder zur nächsten Staffel vom Winterhub. Und ich freue mich, wenn wir dann wieder ein paar mehr Leute auf dem Server haben. Und das würde dann auch bestimmt sein, wenn ich das Ganze nicht mehr so kurzfristig mache und nicht mehr so viel Freizeit mache und vielleicht nochmal ein bisschen dran arbeite, dass ich auch wirklich aktiv dann hier mit beim Projekt bin, weil ich war relativ paar Tage immer zwischendurch nicht aktiv. Ich hatte einfach Urlaub und wollte meinen Urlaub genießen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Naja, ich gehe nach Hause. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Ich gehe jetzt schlafen bis ins nächste Jahr. Ich werde jetzt die Welt speichern und dann werden wir sie nächstes Jahr noch haben. Oder in 11 Monaten. 11 Monate, ne? 12 Monate. 12 Monaten? Nee, in 11 Monaten. Obwohl, dann haben wir den 11. in 12 Monaten. Ach, ich weiß nicht, ich bin verwirrt. Haut rein, ciao!